Herr Präsident, Herr Bundesminister, Hohes Haus, liebe Österreicher, die Kollegin Ringer hat gerade gesagt, es braucht diese Verordnungsermächtigung, es braucht rasche Lösungen, es braucht schnelle Lösungen. Das haben wir alles gehabt, aber was mir etwas gefehlt hat, das waren die guten Lösungen da drinnen. Und das stimmt mich auch etwas nachdenklich in Bezug auf das letzte Schuljahr. Das Ende des Kinderlachens kann ich nur sagen, wir haben es bereits plakativ hier heraus noch dargestellt gehabt. Daran ist aber nicht nur dieser Stofffetzen schuld, Herr Bundesminister. Da gibt es auch viele weitere Gründe, warum es zu diesem Ende des Kinderlachens gekommen ist. Und als Vater von zwei schulpflichtigen Kindern kann ich nur sagen, das letzte Schuljahr ist schlicht und ergreifend katastrophal verlaufen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Der Präsenzunterricht ist wieder eingestellt worden, bevor er eigentlich richtig losgegangen ist. Die Eltern wussten so gut wie zu keiner Zeit, ob das Kind morgen oder am Montag überhaupt noch in die Schule gehen kann. Und dann kam ein Schwachsinn nach dem anderen. Heimunterricht, Lernen auf Distanz. Ein Konvolut, ein 35-seitiges Konvolut über die Regelungen der Corona-Ampel. Der Lernzielkatalog für ein komplettes Schuljahr hat hingegen 6 Seiten, meine sehr geehrten Damen und Herren. Weiter ging das Ganze mit einer Maskenpflicht, mit Klassenteilungen, mit Zwangstestungen und als Gipfel der Perversion hat man jetzt auch noch den Ninja-Pass eingeführt. Na, meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist ja nichts anderes. Das ist ja ein Mittel, um unsere Kinder zu stigmatisieren und in diese neue Normalität dieser türkis-grünen Bundesregierung hineinzuzwängen. Aber was ist das Endergebnis von diesem Ninja-Pass? Das Endergebnis ist, dass auf die Kinder mit dem Finger gezeigt wird, weil sie am Sonntagnachmittag nicht mehr ins Freibad hinein dürfen. Das ist das Endergebnis von diesem Ninja-Pass. Und ja, Herr Bundesminister, ich kann Ihnen nur sagen, diese Bundesregierung hat den Österreichern schon so viel genommen, ja? Aber Sie sind dafür verantwortlich. Sie haben unseren Kindern den Zugang im Bildungssystem genommen mit Ihrem Heimunterricht, mit dem Lernen auf Distanz, mit den Eintrittstestungen, ohne dem Sie am Bildungssystem nicht mehr teilnehmen haben können. Sie sind verantwortlich dafür, dass wir hier am besten Weg sind, eine Generation Corona zu schaffen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und all diese völlig überzogenen Maßnahmen der vergangenen Monate sind auch dafür verantwortlich, dass es unsere Kinder oder diese Generation in ihrem ganzen Leben nicht leichter haben wird. Es ist zu befürchten, dass sie Einkommenseinbußen über das gesamte Erwerbsleben haben werden. Und das ist eine Riesensauerei, Herr Bundesminister, verzeihen Sie mir diesen Ausdruck. Es wäre so einfach gewesen, wenn Sie einmal auf die Vorschläge von uns Freiheitlichen gehört hätten. Wir haben den Vorschlag eingebracht, Raumluftreiniger in den Klassenzimmern einzubauen, Trennwände in den Klassenzimmern einzubauen. Stattdessen hat man 139 Millionen Euro für diese Zwangstestungen in den Schulen eingesetzt. 139 Millionen Euro. Meine sehr geehrten Damen und Herren, irgendwann wird sich auch jemand Gedanken darüber machen müssen, dass das Geld zurückbezahlt werden muss, was diese Bundesregierung mit beiden Händen im wahrsten Sinne des Wortes beim Fenster hinauswirft. Ja, Herr Bundesminister, das heurige Schuljahr ist so gut wie zu Ende. Aber was unsere Österreicher jetzt brauchen, das ist Planungssicherheit. Planungssicherheit für den Herbst, Planungssicherheit für das neue Schuljahr. Und unsere Schulen müssen planbar offen sein. Unsere Schulen dürfen nicht mehr geschlossen werden. Das Bildungsniveau darf nicht weiter sinken, meine sehr geehrten Damen und Herren. Geschlossene Schulen bedeuten Bildungsverlust und geschlossene Schulen bedeuten in weiterer Folge auch Einkommensverlust. Und unsere Eltern, die Kinder haben in der Vergangenheit schon so viel mitgemacht. Und der Druck auf unsere Kinder ist im vergangenen Jahr massiv gestiegen. Und den einzigen
Peak, den wir in diesem Land wirklich erreicht haben, war jener auf den Kinderpsychiatrien. Und dafür ist schlicht und ergreifend nur diese Bundesregierung verantwortlich. Ja, die Schulen waren leer, die Kinderpsychiatrien voll. Das könnte mit wenigen Worten die Leistungsbilanz dieser Bundesregierung oder das trifft die Leistungsbilanz dieser Bundesregierung. Abschließend kann ich Ihnen nur sagen, Finger weg von den Zwangsimpfungen an unseren Kindern. Das geistert ja auch schon in den Köpfen dieser Bundesregierung herum. Ja? Da werden Sie auf Widerstand stoßen. Da werden Sie auf Widerstand stoßen von der Bevölkerung, aber auch auf Widerstand von der Freiheitlichen Partei. Vielen Dank. Die Schulen waren zu Corona-Zeiten leer, die Kinderpsychiatrien dagegen voll, kritisiert Markus Leinfellner von der FPÖ Steiermark.